Willkommen bei Intergeo TV hier in unserem Intergeo TV Studio aus Hamburg. Schön, dass Sie zuschauen. BIM ist ein großes Thema, nicht nur hier auf der Intergeo. Es ist derzeit auch ein großes Thema im Bundesverkehrsministerium. BIM wird bei Infrastrukturprojekten in Deutschland bei öffentlichen kommen, und zwar in gar nicht allzu ferner Zukunft. Und dazu spreche ich heute mit Dr. Jan Tulke, dem Geschäftsführer von Planen Bauen 4.0. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Sie haben das forciert, Sie haben das gefordert. Ein Ministerium ist jetzt aufgesprungen und hat Ihre Wünsche erhört. Endlich? Fragezeichen? Ja, also das ist natürlich ein ganz großer Fortschritt in Deutschland, weil das natürlich einen Anreiz bietet, im Markt einerseits sich dem Thema anzunehmen, aber auch in der öffentlichen Bauverwaltung, in den Landesbauverwaltungen das Thema aufzugreifen, zu überlegen, wie das auch umgesetzt werden kann. Bis 2020 ist ja doch auch ein recht straffer Zeitplan. Und das ist sicherlich der Sache sehr, sehr zuträglich. Können Sie uns da ein bisschen mitnehmen in die Zukunft? Was bedeutet das ganz konkret? Wie werden Infrastrukturprojekte dann künftig geplant? Ja, also das heißt, digitale Daten werden eine große Rolle spielen. Die Bauprojekte werden digital abgebildet werden, aus einer Kombination aus Geoinformationssystemen für die Fläche, für den Untergrund, all solche Themen. Und sagen wir, die BIM-Welt, eher die Bauwerke, ja, die Brücken, Tunnel, Schilderbrücken, was es dort alles gibt. Es wird Laserscanning verwendet werden, um eben Bestand aufzunehmen oder auch dann das fertiggestellte Bauwerk oder die Strecke mit der Planung abzugleichen. Und all das Ganze wird, sagen wir mehr, verschwimmen, ja, die verschiedenen Technologien. Und wir werden ein virtuelles Abbild unserer Projekte haben zur Planungs- und Bauphase, aber sicherlich dann auch nachher für den Betrieb. Welche Vorteile wird das bringen? Also ich glaube, der größte Vorteil ist sicherlich das integrale Verständnis und das tiefere Verständnis des Projektes. Gerade bei großen Infrastrukturprojekten ist es natürlich eine Vielzahl von Planern und auch bauausführenden Unternehmen, aber auch Personen involviert. Also das sind ja zum Teil Prozesse, die über mehrere Jahre auch gehen, wo auch der eine oder andere Mitarbeiter auch mal aus einem Projekt ausscheidet oder dazukommt. Und sagen wir, dieses Gesamtverständnis des Planungsstands, der Bauausführung, das nimmt sicherlich zu, einfach weil aufgrund der Visualisierung, sei es der Geometrie an sich, aber auch der gesamten verknüpften Daten, Dokumente und so weiter, viel besser wird. Wenn man an große Bauprojekte denkt in Deutschland, dann denkt man selbstverständlich ganz schnell an den Flughafen Berlin-Brandenburg, der nicht fertig ist. So weit müssen wir von hier gar nicht weggehen. In Hamburg gibt es die Elbphilharmonie, auch sehr oft negativ in den Schlagzeilen. Ist BIM darauf die Antwort? Kann man sagen, das kann nicht mehr passieren? Kostenexplosionen, das Zeitrahmen aus dem Ruder laufen? Also BIM ist da sicherlich ein Zahnrad in dem Ganzen, was unterstützen kann, solche Probleme zu vermeiden. Nicht umsonst ist die Einführung von BIM oder von digitalen Methoden auch einer von 10 Empfehlungspunkten der Reformkommission Großprojekte. Und es trägt sicherlich dazu bei, zu Transparenz, zu tieferem Verständnis, zur besseren Zusammenarbeit, aber ist sicherlich nicht das Alleinige. Wann immer man etwas Neues macht, sind damit oft auch Ängste verbunden, Risiken. Wie sind da Ihre Erfahrungen? Sagen alle, jawohl, jetzt geht's endlich los, oder muss man da auch behutsam vorgehen? Ja, das ist unterschiedlich. Also grundsätzlich ist Veränderung natürlich immer etwas, was eine gewisse Anstrengung auch braucht, womit man sich befassen muss. Manche sind da Vorreiter und sind da sehr offen, andere sind eher zögerlich. Hängt sicherlich auch von verschiedenen Geschäftsmodellen der einzelnen Unternehmen ab, wo der Schwerpunkt liegt. Ich glaube, es ist kein Selbstläufer, also man muss sich da schon Gedanken drüber machen, was bringt es einem selber, wozu setzt man es ein und dementsprechend auch die Modellierung oder der Aufbau dieser Modelle skalieren. Herr Dr. Tulke, vielen Dank für Ihren Besuch hier bei uns bei Intergeo TV. Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Vielen Dank.